Theo aus Berlin-Charlottenburg liebt es, sehr gutes Essen zu kochen. Mit seinen Videos davon mischt er die Social-Media-Welt auf. Wie geil das jetzt wäre, irgendwo in einem Restaurant am Strand zu sitzen und Miesmuscheln zu fetzen. Wäre schon übertrieben nice, aber leider ist es für die meisten nicht drin. Deswegen zeige ich euch, wie man sich und seine Shababs für nur 10 Euro glücklich machen kann. Abonnier mich. Dieses Video schauten 1,3 Millionen Menschen. Lecker Essen mit viel Leidenschaft, Zutaten und Zubereitung rappt Gio. 167.000 Follower hat er auf TikTok, auf Instagram folgen ihm 107.000. Mir schreiben ständig Leute, wegen dir habe ich angefangen zu kochen, danke unsere. Was genau ist Gios Erfolgsrezept? Wir dürfen ihn bei einer Kochsession in seinem Viertel begleiten. Was macht er anders und wie ist er überhaupt dazu gekommen? Ich habe Tontechniker-Ausbildung gemacht, ich bin gelernter Koch. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, im Lager gearbeitet, alle möglichen Jobs gemacht, so, die schlecht bezahlt sind. Die Videos sind seine Chance. Man hat eine Perspektive jetzt, so, ja? Man weiß, damit kann man gutes Geld verdienen. Sein Kumpel Cleanup ist der Kameramann. Er filmt mit seinem Handy. Gio schneidet aus dem Material dann die Videos. Erste Station, einkaufen. Heute machen wir Chicken Wings, so auf koreanische Art. Kleine Mayonnaise dazu, fertig, Fingerfood. Aber hast du schick gemacht? Sehr gut. Chicken Wings, Bruder. Wie viel? 2 Kilo erstmal. Hier gibt's alles bei uns. Merguez, lecker Lammkoteletts, Steaks, Köfte. Dankeschön, dankeschön. Wunderbar. So, wir brauchen noch ein paar Sachen. Qualität ist schon wichtig, ja. Also man muss jetzt nicht irgendwelche Scheiße kaufen. Hier zum Beispiel gehe ich vom Herzen, so. Das ist unser Kiezladen. Wir brauchen noch Öl, Pflanzenöl. Boah, ich brauche 4, 5 Liter. Komm, wir gehen hier. Heute wir frittieren, deswegen brauchen wir viel Öl. Das ist Krise mit Öl, ja. Das ist jetzt 15 Euro Öl hier in meiner Hand. Chios Message. Für gutes Essen braucht man nicht viel Geld. Ich würde auch gerne jeden Tag Schwertfisch Carpaccio essen oder so. Geht aber noch nicht. Kommt noch. Aber man muss natürlich auch nah an den Leuten bleiben, dass die Leute es auch nachkochen können. Koriander brauchen wir auch. Im normalen Supermarkt undenkbar. Hier nimmt man es nicht so genau mit dem Preis. Oh, kriege ich Rabatt? Ich mache Werbung für euch. 10%, oh lala. Galileo Pro 7 ergibt nur 10%, guck mal den an. Und dann auf deiner Instagram-Seite noch mal einen Link machen. Nein, ja, da musst du mir Geld geben. Bei Instagram musst du mir Geld geben. Ich danke euch, ja. Am Ende sind es 20 Euro für alles. Wenn es wie geplant bei 8 Essern bleibt, wären das 2,50 Euro pro Person. Aber Gio weiß nie, wie viele zum Essen kommen. Jetzt gehen wir in den Hof und machen Essen. Chicken Wings. Keine Küche, kein Hochglanz, keine teuren Geräte. Das ist Gios Prinzip. Was er braucht, passt in ein paar Plastiktüten. Hier ist nichts gestellt, das Authentische kommt bei den Followern gut an. Manchmal habe ich auch 4 Tüten und muss 2-mal laufen oder Leute müssen mir helfen. Es geht, Jungs. Das sind unsere Freunde, unsere Gäste. Klar, ein Koch ohne Gäste ist kein Koch. Guck mal, das ist Nesto, mein Produzent. Er macht die Beats. Jetzt bauen wir auf und dann fangen wir schon mal an. Müssen wir Öl heiß machen. So, wir haben mittlerweile hier ein bisschen Probleme so mit den Nachbarn. Ne? Denen gefällt es nicht. Deswegen sind unsere 2 Grills, die wir da drüben haben, stillgelegt. Gas darf man anscheinend auch nicht benutzen. Aber ich wäre ja nicht Gio, wenn ich da nicht eine Lösung finden würde. Wa? Einige Anwohner wollen Gios Outdoor-Kochaktionen am liebsten verbieten. Daher wird heute auf Elektroplatten gekocht. Aber wer will uns das verbieten jetzt? Wer will jetzt was sagen? Hä? Ein Galileo am Start, der Wolli. Ein generelles Verbot für Kochen und Grillen im Innenhof gibt es in Deutschland nicht. Die Platte heizt gut, ist cool. Können wir erstmal anfangen mit ein bisschen Vorbereitung? Das Problem von den Nachbarn ist, meiner Meinung nach, dass denen das einfach alles zu viel und ungewohnt ist. Wir bringen Leben in die Bude. Natürlich wollen auch niemand belästigen. Ne? Fangen hier um 14 Uhr an, so meistens, und sind um 18, 19 Uhr spätestens weg. Also es gibt auch sehr viel Liebe. Ne? Auch viele Leute, die sagen, cool, was ihr macht. Das ist die Mehrheit. Low Carb, Superfood, solche Trends lässt er aus. Gio ist Pragmatiker. Für ihn zählt das Bauchgefühl. Ich koche halt so, worauf ich Bock habe einfach. Es gibt immer mal wieder Trends auf TikTok. Aber ich mache da nicht wirklich mit. Ich mache meine eigene Stücke.
Lecker muss es sein. Die Konkurrenz bei TikTok ist riesig. Allein der Hashtag für Food-Content-Rezept wurde bisher 3,9 Milliarden Mal genutzt. Es geht wesentlich viraler, wenn ich draußen koche, als wenn ich zu Hause koche. Weil es ein anderer Vibe ist. Ich will auch keine schönen Hinterhöfe haben oder schönen Kulissen. Genau hier. Das ist der Kontrast. Das lebt vom Kontrast, die ganze Sache. Sein Food-Content ist so lässig wie Videos von Rappern. Auf dem Speiseplan steht hochwertige Restaurantküche wie Muscheln, Hummer und Lammkarree. Zwei Drittel der TikTok-Nutzer sind unter 35 Jahre. Die wollen lieber lustige Kochvideos statt Kochbücher. Andere Food-Influencer setzen auf schöne Bilder, klare Rezeptbeschreibungen und Food-Trends. Bei Tio dagegen schaut man eher einem Kumpel beim Kochen zu. Ich habe die Chicken Wings hier halbiert, werden jetzt gleich mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann kommt da Tempura-Mehl drauf. Und dann werden die frittiert, geben in ein Sieb rein. Und danach werden die nochmal glasiert quasi. Aber wir sind schon mal bei 100 Grad, das ist schon mal gut. Wir wollen aber 170. Aber ich übertreibe jetzt auch nicht mit Würzen, einmal oben Salz. Ich drehe die jetzt nicht nochmal um oder so. Das ist Tempura-Mehl. Zum Frittieren, dadurch wird es schön crispy, mispy. Das machen wir jetzt auf die Wings. 5 Jahre arbeitete Chio als Koch in einem Restaurant. Lange Arbeitszeiten sind da keine Seltenheit. Bei Chio wurde aus Lust am Kochen Frust. Als TikTok-Koch sucht er sich seine Gäste aus, bestimmt selbst seinen Feierabend und was gekocht wird. Am besten schmeckt es allen in seinem geliebten Hinterhof gleich um die Ecke seiner Wohnung. Da habe ich absolute Freiheit. Was mein Berufsleben betrifft, habe ich absolute Freiheit mir genommen. Komm, es geht los, ja. Wir gehen langsam. Wenn wir alles auf einmal reinmachen, dann kühlt das Öl zu schnell runter. Das wollen wir nicht. Außerdem wissen wir auch nicht, ab wann es überschwappt. So, das reicht. Emsig wird alles gefilmt für das TikTok-Video. Darauf kommt ein Rap-Text und Beats. 2 Tage braucht die Produktion. Viel Aufwand für diese kurzen 30-Sekunden-Videos. Auch hier hilft man sich. Der Kumpel filmt, ein anderer liefert die Beats. Das lohnt sich aber. Dieses Video hat schon über 2 Millionen Aufrufe. Keine Wings ohne Dip. Schnell noch die Mayonnaise machen. So. Ja, zoom du mal auf das Eigelb. Gut. Diese Mayonnaise ist Freestyle. Ich weiß gar nicht, was ich mache, ne? Aber immer mit den 3 Hauptkomponenten. Eigelb, Senf und Essig. Wir brauchen das für Mayonnaise als Basis. Bruder, komm mal her, halt mal nur die Schüssel fest. Ja, die Wings gleich. Das ist Sriracha hier. So, ein bisschen reicht schon, weil die Leute haben Angst vor scharfem Essen. Hoisinsoße war das gerade. Das reicht. Ein Schuss Sesamöl dazu. Ohne den Zeigefinger zu heben, hat er eine klare Message. Wer selbst kocht, ist gesünder und günstiger. Bei vielen kommt Chios Botschaft an. Mir schreiben ständig Leute, wegen dir habe ich angefangen zu kochen. Oder Frauen schreiben mir, mein Freund kocht jetzt wegen dir, danke und so. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Mission in dem ganzen Ding. Aber es ist ein Effekt, den ich schätze. So, finde ich cool, dass es so ist. Shorty, take a melody in my head and don't mean to la 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 la. Endspurt. Schnell die Soße zum Glasieren der Wings kochen und den Koriander schnippeln. Den Kumpels knurrt bereits der Magen. Ich habe immer Hunger, wenn ich hierher komme. Es kann schon ein bisschen dauern und die ganze Zeit beim Kochen zuzugucken, macht natürlich noch mehr Hunger. Ja. Oh, guck mal hier, Jungs. Jetzt wird's dick. Jetzt gehen wir in die Richtung. Guckt euch das an. Seht ihr den Schaum? Für das Essen von Chio braucht es nicht viel Geld oder spezielle Küchengeräte. Was er mit seinen bescheidenen Mitteln zaubert, ist aber immer etwas Besonderes. Bevor es Essen gibt, schnell noch ein paar Aufnahmen. Und, wie schmeckt's? Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber prinzipiell kann man eigentlich schon sagen, bei Dio schmeckt immer besser als im Restaurant. Würde noch schärfer sein können, ja? Besser, sagt er. Immer nur am Lecker. Besser süß. Ist gut, sehr gut. Ich schwöre dir mal, ist gut scharf, passt perfekt, ja? Ich hab sie schon mal besser gekriegt. Die Soße war halt ein bisschen zu viel Soja drin. Dadurch ist es zu salzig geworden.
Aber ist okay, es ist jetzt nicht scheiße geworden. Auch das ist bei seinen Videos anders. Chio zeigt, es kann auch was schiefgehen beim Kochen. Wichtiger ist ihm, zusammen mit seinen Freunden zu essen. Denn in Gesellschaft schmeckt es einfach besser. Essen ist ja so ein Ding, was man mit jedem machen kann, weil jeder muss essen. So, du kannst mit jeder Person essen. So. Ich lade ein, zwei Jungs ein, die bringen mir ihre Jungs mit. So. Dann sind wir auf einmal, manchmal sind wir hier 20 Leute, so. Egal. Dann essen wir halt alle ein bisschen weniger. So. Es geht im Endeffekt gar nicht unbedingt ums Sattwerden hier, so, sondern einfach um dieses Gemeinsamsein. Bisschen essen, schönen Tag haben, cooles Video drehen. Was war da los? Videos Nummer 1 habe ich. Hier ist die Antwort. Das ist geil, wie groß das alles geworden ist. So, vor einem Jahr waren wir hier noch, wir haben Hähnchen mit Tortellini in Sahnesoße gemacht. Für 3000 Abonnenten so. Jetzt sind 100.000 auf Insta, 160.000 auf TikTok. Das ist schon krass gewachsen, ja. Das ist schon geil. Seit Anfang 2023 schauen Millionen Menschen seine Videos. Chios Erfolgsgeheimnis: Er ist lustiger, lässiger als andere, kocht kulinarisch hochwertig und günstig zugleich. Sein Traum? Das komplette Einkommen mit den Kochvideos zu bestreiten und eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Aber egal was kommt, in seiner Hood wird er immer für seine Kumpels kochen.